Grüß euch, ich bin's wieder, der Robert Buchberger, zu der heutigen Episode von meinem Beef TV. Heute dreht sich alles um den Leberkäse. Wirklich ein klassischer der österreichischen und bayerischen Wurstküche. Die Jausen-Spezialität schlechthin. Und es fragt sich eigentlich jeder, warum heißt der Leberkäse Leberkäse? Eigentlich ist die Antwort ganz simpel. Er hat nichts mit der Leber zu tun. Also da ist keine Innerei oder irgendwas in dem Produkt drinnen. Er besteht aus Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Eis und Gewürzen. Der Name Leberkäse kommt einfach von dem her, dass du gesagt hast, Lab für feste Masse und Käse, weil er die Form eines Schweizer Käses hat. Das heißt, die Form vom Käse und die zwei Namen, das heißt Lab, Leib und Käse, wurden verbunden und so entstand dann das Wort Leberkäse oder auch Fleischkäse. Unser Leberkäse ist wieder ganz was Spezielles, weil wir den auch mit unserem Warmbrät machen. Dadurch ist er sehr, sehr flaumig. Und die Produktionsmethode funktioniert auch beim Leberkäse so, dass wir zuerst Schweinefleisch kuttern, dann kommt Speck dazu, dann kommt Eis dazu, Salz, Pfeffer, Gewürze. Nach ca. 6 Grad Kuttertemperatur kommt das Warmbrät dazu. Dann kuttern wir den Leberkäse bis 10 Grad rauf. Und dann kommt ganz was Cooles. Und zwar geben wir zum Schluss ein bisschen an Speck noch dazu. Kuttern den fein ein. Man sieht es ja da schön, da sind ganz kleine Fetteinschlüsse drinnen. Das macht den Leberkäse einfach no flaumiger im Biss. Danach kommt der Leberkäse ins Backrohr oder in den Ofen und wird rausgebacken. Wir machen das so, dass wir in mehreren Schritten langsam die Temperatur erhöhen und zum Schluss mit 180 Grad die Kruste raufgeben. Das macht unseren Leberkäse auch wieder ganz speziell, weil einfach die Kruste crunchy Geschmacksträger ist und das Bratenaroma durch das wirklich voll zur Geltung kommt. Ich schneide euch jetzt da so einen Stritzel Leberkäse durch und ihr seht, wie herrlich, dass der ausschaut und duftet. Der jetzt ist ganz frisch aus dem Ofen rausgekommen. Das macht ihm eigentlich einzigartig, dass unser Leberkäse aus dem Ofen, wenn er drinnen ist, doppelt so groß wird. Das heißt, wenn der in der Form drinnen ist, verdoppelt er sich und so aufgeht. Das passiert wie bei einem Kuchen im Endeffekt durch dieses Warmbrät und durch diese Produktionsmethode. Deshalb ist der Leberkäse von uns wirklich einzigartig im Geschmack. Wir haben 4 Sorten Leberkäse. Neben den klassischen Leberkäse haben wir noch einen Käseleberkäse, einen pikanten Leberkäse und einen Hirschbirnenleberkäse. Der Käseleberkäse ist auch für jede Jausen sensationell zum Hernehmen. Man sieht, wir haben da wieder einen feinen Bergbaron eingearbeitet, ein bisschen mit eingekuttert und schmeckt sensationell. Weiters haben wir dann noch den pikanten Leberkäse. Im pikanten Leberkäse haben wir Chili drinnen, wir haben Paprikaflocken drinnen, schmeckt dadurch ein bisschen schärfer. Und im Hirschbirnenleberkäse, das ist ganz was Spezielles für uns, da ist wieder die gedörrte Böllauer Hirschbirne eingearbeitet. Wir kuttern den mit ein in unseren Leberkäse. Jetzt hat der Hirschbirnenleberkäse eine leicht süßliche Geschmacksrichtung, passt perfekt zu einem sensationellen Produkt bei uns. Das ist der Steirer Burger. Da haben wir auch Kürbiskernweckerl mit Hirschbirnenleberkäse, Apfelsenf und Steirergren. Da hat man genau die verschiedenen Nuancen zwischen Süßlichkeit und Schärfe vom Gren. Also der lässt sich wirklich super einsetzen und schmeckt vorzüglich. Besten oder am klassischsten ist aber natürlich die Leberkäse-Semmel, der Klassiker schlechthin. Ich hoffe, ich habe euch in der heutigen Episode von Robert Buchbergers Beef TV einiges zum Thema Leberkäse erzählen können. Unsere Leberkäse gibt es nicht nur in unseren Filialen zum Kaufen, sondern man kann sogar online bestellen auf unserer Webseite buchberger.shop oder im ausgewählten Einzelhandel, in der Gastronomie gibt es unseren Leberkäse zum Kaufen und zum Genießen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugeschaut habt. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Es kommen noch einige spannende Themen auf uns zu. Liebe Grüße, euer Robert.